Heute ist ein besonderer Tag und ein richtig cooler Tag, wie man anhand der Bilder wahrscheinlich schon erkennen kann. Aber mit dem heutigen Video soll auch ein Zeichen gesetzt werden, und zwar für ein respektvolles Miteinander, auch wenn man nicht immer derselben Meinung ist, und vor allem für den Zusammenhalt, nicht nur hier in der Community. Also, vielleicht geht ja dem einen oder anderen ein Lichtlein auf. Ich bin auf jeden Fall vorbereitet. Na, jetzt. Practical Effects, kein CGI hier. So, ich stehe jetzt hier vorm Netto, denn hier soll es laut Handzettel 20% Rabatt auf alle DVDs geben. Und ob es da was gibt, das schauen wir uns jetzt an. Und damit geht es rein in den Netto. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal in einer Filiale gewesen bin vom Netto. Musste mich da noch ein bisschen orientieren und zurechtfinden. Dann habe ich aber die DVDs gefunden. Ihr habt es gesehen, 20% Rabatt auf alle vorrätigen DVDs. Und da gab es sogar neuere Filme wie Killers Bodyguard Teil 2 oder der letzte James Bond mit Daniel Craig. Dann haben wir noch Pikachu und weitere Disney-Sachen hier wie Star Wars oder auch Mulan und die Eiskönigin im Doppelpack auch Cruella. Preislich war das sehr unterschiedlich gestaltet und hier ja, zum Thema Weihnachten, das muss natürlich sein für die Stimmung. Und einige Sachen waren okay vom Preis her, auch vom Standardpreis fand ich für eine DVD, und andere Sachen fand ich dann wiederum sehr teuer für eine DVD, aber gut, so sind eben die Preisauszeichnungen bei Disney, wir kennen das ja alle von jeher. Dann haben wir hier Nico, ja, Grüße gehen raus, da kommen wir gleich nochmal dazu, und die fand ich richtig cool, die Animationsfilme habe ich schon mal im Fernsehen gesehen gehabt, und ja, das waren durchaus ein paar Sachen, die ich mir vorstellen konnte mitzunehmen. Eine Weihnachtsgeschichte von Disney mit Jim Carrey habe ich schon zu Hause auf Blu-ray, sehr geil. Die Gremlins 1 und 2 sind ja auch so Weihnachtsfilme, vor allem der erste Teil, die passen sehr gut dazu. Die Croods dann eher so ein Familienspaß, und Last Christmas, ja, habe ich euch letztes Christmas schon vorgestellt. Also viel Auswahl gab es nicht, aber ich habe dann doch was gefunden, und zwar hier Nico, das Rentier, und auch den zweiten Teil, Nico 2. Ja, man sieht es hier, beide gekauft, bei jedem haben wir jetzt 1,60 Euro noch gespart, wie man hier sehen kann. Also echt tolle Geschichte, und Stichwort Nico, jetzt geben wir ab zu meinem neuen Außendienstmitarbeiter. Viel Spaß! Ja, hallo zusammen, ich begrüße euch alle, oder sollte ich besser sagen, Servus liebe Filmfreunde, herzlich willkommen bei Cinemanuel aus Liebe zum Film. Ja, nee, den Spaß wollte ich mir auf jeden Fall nicht nehmen lassen. Ja, ich bin hier auf jeden Fall auch heute unterwegs, und ich habe mit dem Cinemanuel beschlossen, dass wir hier so ein kleines Spin-off veranstalten. Ja, ich wollte euch heute mal mit auf eine Blu-ray-Shopping-Tour nehmen, und zwar im Mediamarkt Essen und im Mediamarkt Dorsten. Ja, seid da auf jeden Fall gespannt. Ich gehe jetzt mal rein und dann gucken wir mal, was es hier für coole Schnäppchen zu holen gibt. Im
Mediamarkt Dorsten habe ich zuallererst natürlich erstmal die Weihnachtsecke entdeckt. Hier lagen diverse Filme passend zu Weihnachten aus, wie Tatsächlich Liebe, Der Grinch oder aber natürlich auch Schöne Bescherung, ein absoluter Klassiker, sowohl als DVD oder aber auch als Blu-ray. Dann sehen wir hier noch Last Christmas mit Emilia Clarke, auch ein echt schöner Film zu Weihnachten. Zwar etwas kitschig, aber zu Weihnachten kann es ja gar nicht kitschig genug sein. Dann gab es hier auch noch andere Wühltische. Ja, hier lagen allerdings keine besonders coolen Editionen rum. Höchstens vielleicht noch Herr der Ringe, die Extended Edition oder aber auch Rocky, allerdings hier auch nur die DVD-Box. Es gab allerdings auch noch diverse Disney-Filme zu holen, aber auch hier habe ich festgestellt, dass hier eher die DVDs auslagen und zwar sogar als Double-Features, wie hier zum Beispiel Die Schöne und das Biest oder aber auch Cinderella, sowie Maleficent und ebenfalls Cinderella. Dann gab es auch noch einen Bereich, wo es hieß Filme ab 5 Euro, wie hier zum Beispiel Und wer nimmt den Hund? Ja, keine Ahnung, wer den Hund nimmt oder aber auch Die Hüter des Lichts, aber irgendwie war das auch ein totaler Reinfall. Denn hier gab es gar nicht viel für 5 Euro, sondern eher für 8 Euro oder sogar für 20 Euro. Naja, da habe ich dann relativ schnell die Biege gemacht. Bei den Standard-Blu-rays war dann allerdings auch nicht viel los. Vielleicht noch das Wonder Woman Steelbook oder hier die 4K-Variante von Black Widow im schicken Steelbook. Das ist allerdings ja auch schon irgendwie wieder ein alter Hut. Dann sehen wir hier noch Venom. Ein cooles Steelbook habe ich dann allerdings noch entdeckt und zwar dieses hier von Snake Eyes. Wer sich dafür interessiert, der kann da auf jeden Fall mal auf dem Kanal vom Cinemanuel nachsuchen. Er hatte es vorgestellt, sah auf jeden Fall nicht verkehrt aus. Und damit fliegen wir dann auch rüber zum Mediamarkt nach Essen. In Essen angekommen, starten wir dann direkt rein mit Pitch Black im coolen Mediabook oder auch Reminiscence in dem 4K Ultra HD Steelbook. Ja, und was soll ich euch sagen? Dieser Markt ist einfach komplett durcheinander. Ich weiß nicht, ob ihr es auch kennt, aber man hat hier einfach DVDs mit Blu-rays und auch Mediabooks und Steelbooks vermischt. Das ist echt immer übel, wenn man hier mal so ein bisschen stöbern möchte. Nichtsdestotrotz habe ich hier weiter durchgeschaut und hier sehen wir Do Not Reply, ein Film, der mir tatsächlich überhaupt nichts sagt, sah aber gar nicht verkehrt aus und auch das coole Mediabook zu The Gin, allerdings jetzt hier in einem etwas kleineren Format, sonst hätte ich es vielleicht mitgenommen. Kommen wir auch zu den schlechten Filmen, wie zum Beispiel Killer Sofa. Bescheiden finde ich auch diese Hogwarts Express Edition, preislich auch komplett überteuert. Dann sehen wir hier auch noch Columbiana mit Zoe Saldana im schicken Mediabook, gar nicht so verkehrt. Und das kürzlich erschienene Dobermann Mediabook lag hier ebenfalls schon aus. Ja, im Allgemeinen gab es hier schon immer mal wieder coole Editionen, aber diese zu finden war wirklich ein Hürdenlauf. The 800 im Steelbook sagt mir tatsächlich auch nichts, sah aber gar nicht so verkehrt aus, wenn ihr mich fragt. Ja, und dann habe ich hier so ein bisschen weiter gestöbert. Hier haben wir noch so ein Klassiker, Karate Kid 3, die letzte Entscheidung. Ja, jetzt nichts Neues, aber geht ja irgendwie immer. Und auch Mechanic Resurrection war hier am Start in diesem Cover-Artwork, ebenso wie Man of War. Dann sehen wir jetzt hier auch noch die Standard-Blu-ray zu Steven Seagal ist Nico. Ja, man sieht es, es geht auch deutlich günstiger als das, was AT4 in letzter Zeit veranschlagt hat. 9,99 € anstatt 50 Euro. Ja, auch The Howling lag hier schon aus in diesem coolen Cover-Artwork. Und auch Old im schicken Steelbook. Der Film soll ja allerdings nicht wirklich besonders gut sein. Gesehen habe ich ihn noch nicht, aber ja, ich lasse da erstmal die Finger von. Dann haben wir hier auch noch Drive, das kürzlich erschienene 4K Ultra HD Mediabook. Aber auch hier haben wir dieses kleine Format und deswegen lasse ich es auch hier im Regal liegen. Auch Godzilla vs. Kong im schicken Steelbook liegt hier noch aus. Wer sich dafür noch interessiert, in vereinzelten Läden kann man es definitiv noch finden. Dann haben wir hier noch der Elefantenmensch. Sah irgendwie gar nicht mal so cool aus vom Steelbook. Was allerdings richtig schick ist, ist hier dieses Lord of War Steelbook. Auch dieses findet ihr auf Cinemanuels Kanal.
Natürlich gab es auch die brandaktuelle heiße Ware, zum Beispiel Ice Road mit Liam Neeson. Dieses schicke Steelbook hatte Cinemanuel ebenfalls schon vorgestellt. Dann sehen wir hier auch noch Dune, der Wüstenplanet in der Blu-ray oder aber auch Steelbook-Variante. Finde ich auch richtig cool. Da habe ich auch so ein bisschen mit mir gehadert, ob ich da direkt zuschlagen soll. Dann sehen wir hier natürlich auch noch Keine Zeit zu sterben in diversen Editionen, Blu-ray, im schicken Mediabook und auch im Steelbook. Und damit bin ich wieder zurück im Auto. Ja, gefunden habe ich leider nichts auf meiner Blu-ray-Shopping-Tour. Ihr habt es sicherlich gesehen, die Angebote waren nicht wirklich gut. Aber ich mache mir da jetzt auch keine Gedanken, denn die nächste Börse kommt bestimmt. Oder aber ein paar coole Aktionen bei Amazon und Co. Ich wollte mich auf jeden Fall an der Stelle nochmal ganz herzlich beim lieben Cinemanuel bedanken. Mir hat es mega Spaß gemacht, mit dir so ein bisschen zusammenzuarbeiten und dieses coole Video hier entstehen zu lassen. Ich hoffe, auch euch hat dieses Video gefallen, ja, dieses kleine Spin-off. Und ich wollte die Gelegenheit auf jeden Fall nochmal nutzen, um euch allen frohe Weihnachten zu wünschen. Das Video soll natürlich auch passend zu den Tagen hier so ein bisschen den Zusammenhalt in der Community symbolisieren. Ich denke, das ist uns gelungen, oder ich hoffe es zumindest. Bleibt mir bitte alle gesund und habt ein paar schöne Tage, wie gesagt. Und ja, mit diesen Worten gebe ich dann jetzt auch zurück zum lieben Cinemanuel. Ja, danke, mein lieber Nico, bester Außendienstmitarbeiter, weil einzigster Außendienstmitarbeiter. Nee, der gute Nico ist für jeden Spaß zu haben, aka Movie Lou. Link zu seinem Kanal natürlich unten in der Videobeschreibung für alle, die ihn noch nicht kennen sollten. Ihr seht es, mir geht es blendend, bin jetzt allerdings nicht mehr die allerhellste Leuchte hier am Start. Macht aber nichts, ich hoffe, ihr wurdet gut unterhalten, habt die Message verstanden. Und in diesem Sinne halte ich euch gar nicht mehr lange auf, wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest 2021. Bleibt gesund, auf bald und Servus. Aber guck mal hier, wenn ich reinlaufe, dann leuchtet's noch schön. Mal.